Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Feuer um Mitternacht. In der toten Zone auf dem Weg nach Anis. Unsere Truppe ist ein bisschen schwach auf der Brust, deswegen gibt es mal noch Kastanien hier. So. Alle happy, alle supi, weiter geht's. Das ist also die Stadt. Sie hat sich nicht viel geändert. Na toll, das fängt ja gut an. Und was jetzt, eure Schlauheit? Erstmal die Ruhe bewahren. Vielleicht entdecken sie uns gar nicht, wenn wir uns an ihnen vorbeischleichen. So wie dazu. Von wegen. Du musst ja auch so herumbrüllen. Ich? Steh doch nicht einfach so rum. Tu doch endlich was. Verflucht. Scheint, als müssten wir uns mit denen anlegen. Macht euch auf einen langen Kampf bereit. Na, hoffentlich geht das gut. Die sehen ziemlich gefährlich aus. Nur Mut, meine Kleine. Stell dich einfach hinter meinem Rücken. Ich werde dich beschützen. Ich brauche mich von niemandem beschützen lassen. Ich kann genauso kämpfen wie ihr. Meine Feuerattacken werden sie zu Staub verarbeiten. Ja, Alter, ist sie ganz schön mutig. Ich wünschte, ich wäre das in diesem Alter gewesen, dann... Sag mal, schläfst du? Der Kampf hat längst begonnen. Oh, die Musik ist toll. Dieser Track ist sehr geil. Ja, es geht. Gibt schlimmere Gegner. Falsches Item. Puh, Glück gehabt. Hey, einer weg. Einer noch. Hör auf, an mir zu knabbern, Junge. Geht doch. 900 EP und Lavendel. Malis erlernt. Oder Malis, keine Ahnung. Uff, das wäre überstanden. Die sind wirklich zäh. Komm, lass uns hier bloß schnell abhauen. Gut, dass ich dabei war. Mit dem Schwert hättest du wenig anrichten können. Wieso sagst du nichts? Ist etwas nicht in Ordnung? Na sowas, du bist ja ganz blass im Gesicht. Du bist doch nicht etwa eben... Es geht mir gut. Kümmert euch nicht um mich. Er ist bestimmt verletzt. Unsinn, ich sagte doch, es ist nichts. Kröte. Oh nein, da. Da? Verkackt. Aber ich glaube, das ist ja relativ egal. So lange habe ich diesen Tag gefürchtet. Meine Erinnerung. Sie kehren wieder zurück. Wieso nur? Wieso gerade jetzt? Liegt es etwa an diesem Ort? An dem Platz, an dem ich alles verlor? Ich wollte nie hierher. Diese Frau, ich kenne sie. Mutter.
Ja, diese Schmerzen. Was ist nur mit mir los? Wird es etwa schon dunkel? Wo bin ich hier überhaupt? Nein, es wird hell. Habe ich etwa den ganzen Tag hier gelegen? Wie peinlich. Wo stecken die beiden bloß? Die haben mich doch hier nicht alleine zurückgelassen. Das weiß ich nicht. Blendangriff der Hysterie hervorruft. Okay. Ich weiß nicht, ob du gefährlich bist für mich da oben, deswegen gehe ich erstmal weiter. Hier besteht eindeutig Einsturzgefahr. Du bist ja wieder wach. Na, so ein Glück. Ich dachte schon, du wachst überhaupt nicht mehr auf. Ich war nur erschöpft, das ist alles. Erschöpft? Du hast zwei Tage lang und du warst zwei Tage lang ohne Bewusstsein. Zwei Tage? Ja, du bist die ganze Zeit einfach nur so dagelegen. Ich habe dich zwar versucht, mehrmals zu wecken, aber vergebens. Wenn das so ist, wieso liege ich dann im Freien? Sag bloß, ich befand mich die ganze Zeit hier draußen. Entschuldige, ich wollte ja, aber keiner mal hat sich geweigert und allein konnte ich dich unmöglich so weit ziehen. Moment, wieso will sie das nicht? Du hast ihr doch nicht etwa... Es ist wirklich nicht meine Schuld, ehrlich, aber als du plötzlich umgefallen bist, hatte ich richtige Angst um dich. Schon gut. Wie es aussieht, hat sie sowieso keine andere Wahl, als mich bis nach Anis zu begleiten. Ich höre wohl nicht recht. Was heißt hier keine Wahl? Ich hatte mehr als einmal die Möglichkeit, dir meinen Dolch in die Kehle zu stecken. Sei froh, dass ich es nicht getan habe. Keine unnötigen Drohungen. Ich bin gerade nicht in bester Stimmung dafür. Lass uns lieber so schnell wie möglich verziehen. Nicht so schnell, ich habe hier noch etwas zu erledigen. Ich habe gestern den alten Tempel entdeckt. Er scheint noch in recht stabiler Verfassung zu sein. Nach dem, was ich auf der Reise hierher gehört habe, soll sich im Inneren eine wertvolle Waffe befinden. Du hast wohl zu viel getrunken. Ich werde doch nicht wegen eines dummen Tempelrelikts mein Leben riskieren. Wieso bist du da nicht allein hingegangen? Du hattest ja genug Zeit dafür. Tja, falls es dir nicht aufgefallen ist, gibt es eine Menge Untoter hier. Ich schätze, zu dritt haben wir bessere Karten. Außerdem würdest du ohne uns beiden den Weg nach Anis niemals alleine schaffen. Ich schätze, du hast also keine andere Wahl. Meinetwegen. Gut, dann beeilen wir uns. Das wird bestimmt ein Kinderspiel. Ja, du kannst leicht reden, ey, du. So, ich muss mal kurz pausieren, ich muss meine Heizung ausmachen. So, da bin ich wieder. So, jetzt kann ich auch mal gucken, ob die Todesbisamen klingt nämlich nicht so geil. Okay, keine Ahnung, was uns das Hysterische bringt. Oh, geiler Crit. Ah, die kann dann nichts mehr machen. Cool. Melisse. Kanama hat bald nochmal ein Level up. Bei Laura dauert es noch ein kleines bisschen, bei Da dauert es noch eine ganze Menge. Ihr wollt es aber auch wissen, ne? Ah, das sind aber Schwächere. Ja, weg mit dir. Überall Einsturzgefahr. Gibt's denn wenigstens was zu finden? Hier hatte sich ein Schwert versteckt. Oh, was für eins. Ein Doppelsäbel. Wo muss ich jetzt lang? Warte, ich kann ihn noch mitnehmen.
Ein bisschen Ressourcen sparen hier. Easy. Panama Stufe 20. Da ist eine Truhe. War ja irgendwie klar. Einer weg. Aua. Hier lagen zwei Ankh-Amulette. Geil. Mächtiger da. Er kriegt seine Macht zurück. Tada! So, alle wieder voll. Das ist die falsche Richtung. Sag das doch gleich. Immer her mit den geheimen Sachen. Wahrscheinlich auch Einsturzgefahr, war ja klar. Da lag eine Mistel. Da lag eine Mixtur. Aber was genau in dieser Stadt jetzt vorgefallen ist, weiß immer noch keiner. Ein alter Gral. Könnte natürlich mit dem Intro zusammenhängen, mit dem Angriffen der Dämonen. Aber das werden wir sicher noch erfahren. Ach, da steckt das Easy weg. Ist das der Tempel, wo sie rein wollte? Offensichtlich. Sieht ja einladend aus. 80 Geldscheine. Naja, reich waren sie nicht. Ein rotes Arnika. Nehme ich gerne. Oh. Hi. Na, ihr Süßen? Na, da reicht auch das Windloch. Komm, verreck. Kleine Eruption erlernt. Wird ja langsam mit der Kleinen.
Boah. Kommt her, ihr Knochengerüste. Nice. Und er wird hysterisch. Perfekt. So, erstmal durchsuchen. Da lagen Lavendel drin. Jeden Schalter immer drücken. Wichtigste Lektion. Eine Melisse. Hi. Ein alter Gral. Was, sonst nix? Lame. Aber es sieht aus, als wäre das ein ordentliches Massaker hier gewesen. Ja, ja, guckt nicht so doof. Kämpft! Dafür sind wir doch hier, zum Kämpfen! Tada! Easy. Die Schrift ist bereits unleserlich. So, wir könnten hoch oder nach rechts. Oder auch nach links. Wir haben genug Auswahl. Kastanie. Gehen wir erstmal nach rechts. Da geht's runter. Runter will ich eigentlich noch nicht. Weil runter heißt für mich so irgendwie so, da geht's weiter. Ich könnte mich natürlich auch täuschen. Du bist ja überhaupt nicht eitel, was? Schön, dass er darauf reagiert, dass ich reingucke. Ich frage mich immer noch, was zur Hölle du eigentlich bist. Okay, scheint abgeschlossen zu sein. Dunkel. Lebe ich ja. Da ist eine Truhe. Die ein bisschen über den Rand der Map hinausschaut, aber egal. Ein heiliges Relikt könnte mir noch nützlich sein. Hier lag ein heiliges Wasser. Ah, hier. Schützt vor Dunkelheit. Okay. Ist das was zum... Ah. Okay. Ich nehm's einfach mal. Weiß zwar nicht, inwiefern mich das vor Dunkelheit schützt, aber... Das werden wir ja vielleicht noch erfahren. Ja, gibt wahrscheinlich auch Schattenangriffe oder so und davor wird's dann wahrscheinlich schützen. Na toll, nicht schon wieder. Hoffentlich waren das die letzten.
Und natürlich ist auch einer von den Härteren dabei. War ja klar. Nee, nicht an mir knabbern, Alter. Tada! So, wo ist meine Belohnung? Wie hast du deine dämliche Waffe? Bist du jetzt zufrieden? Ja, das ist wirklich ein Prachtstück. Ja, geht. Prachtstück, dass ich nicht lache. Gott sei Dank habe ich so großzügig eingekauft. Aber da hat bald wieder Level ab. Komm her. Weg mit dem Viehzeug. Hör auf, zur Seite zu springen. Wie viel wird denn noch? So um die 300 EP. 250. Cool. Bei Kanama fehlt auch nicht mehr viel und bei der lieben Laura fehlt auch nicht mehr viel. Das ist doch wunderschön. Wir sollten uns öfter mit Skeletten prügeln. Das ist die falsche Richtung. Also doch in die andere.